Liebe Schwestern und Brüder, der Prophet Jeremia, der die Katastrophe so lange angekündigt hat, aber man wollte nicht auf ihn hören, nimmt nun Stellung zur eingetretenen Katastrophe. Jerusalem ist eingenommen, zerstört, die führenden Schichten weggeführt nach Babylon und aus dem Heiligtum ist alles weggeschleppt worden, auch die Bundeslade. Sie ist verloren. Sie ist seither verloren und kehrt nicht weder nach Jerusalem noch Israel zurück. Niemand weiß, wo sie ist. Das ist im Bewusstsein auch der Gläubigen Israels ein unglaublicher Verlust. Es war ein Zeichen, so etwas wie eine Sakramentalie der Freiheit des Auszugs aus Ägypten. Sie beherbergte die Gesetzestafeln und einen kleinen Krug mit dem Manna aus der Wüste. Weg. Und was sagt Jeremia? Niemand fragt mehr nach der Bundeslade. Sie kommt niemand mehr in den Sinn und es wird auch keine neue gemacht. Es ist eine unglaubliche Öffnung, die hier stattfindet für die Gläubigen dieser Zeit, die diese Katastrophe nicht nur politisch, sondern auch religiös verkraften müssen. Aber zugleich liegt in dieser Öffnung die eigentliche Prophetie, dass es keine materiellen Dinge braucht, um den Namen des Herrn anzurufen, auf den es allein ankommt. Und es ist sehr interessant, wie wir von unserer Stelle im dritten Kapitel bei Jeremia einige Linien ausziehen können, direkt in die christliche Tradition hinein. Wenn man die Morgengebete der östlichen Christenheit anschaut, etwa bei Makarios dem Großen oder viele andere, dann geht es am Morgen immer darum, bevor man beginnt zu beten, dass man bereit wird und gereinigt wird, den Namen des Herrn anzurufen. Der, wie wir noch in der letzten Woche, jetzt in dieser Woche in einem Hymnus gesungen haben, der thront über den Liedern Israels. Die Lieder, die die Gläubigen ihm anstimmen, sind der Thron Gottes. Ihm einen Ort zu bereiten in dieser Welt, das ist der Sinn des Lobpreises der Juden wie der Christen. Und es ist ein altes Fronleichnamslied aus unserem Bistum, das diese Stelle bei Jeremia aufgreift. Hier ist nicht mehr Bundeslade, nicht mehr Schattenbild, Figur. Hier ist Wahrheit, Quell der Gnade. Hier der Herrscher der Natur. So hat man, während man das Sakrament durch die Straßen trug, gesungen. Es gibt keine Bundeslade mehr. Es ist geöffnet auf die Omnipräsenz Gottes in dieser Welt, die sich bündelt in Christus und damit wie Licht auf alles, auf jede Wirklichkeit legt. An uns liegt es, dieser Präsenz Gottes in Christus in dieser Welt, mitten in ihr, mit unserem Tun und Handeln, mit unserem Leben einen Ort und mit unserem Lobpreis einen Thron zu bereiten.